Endlich Freitag, letzter Tag der Woche und es ist natürlich ein besonderer Freitag, ihr habt es gesehen, nämlich es ist der Freitag, der erste Freitag im Monat und dementsprechend Zeit für die US-Arbeitsmarktdaten und die sind wie folgt ausgefallen. Einfach mal kurz drauf gucken, die Arbeitslosigkeit, die Unemployment Rate in Amerika weiter gesunken, 4,1 wurde erwartet, das wäre schon niedriger als die 4,2, 3,9 ist es geworden. Also, sogar nochmal ein Rücksetzer. Die Non-Farm Payrolls, also die neuen Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, allerdings etwas weniger stark ausgefallen als erwartet. Und vielleicht nochmal sowas auf die Stundenlöhne achten. Ihr seht nämlich, dass die Stundenlöhne steigen. Das ist auch durchaus ein Zeichen für Inflation. Wir wissen ja, Inflation ist im Moment so das Thema, das viele haben. Und äh, wenn die Stundenlöhne steigen, ist das ein ganz gutes Zeichen für Inflation, nämlich dass die Lohnkosten teurer werden, das heißt umgekehrt, dass die Preise der Produkte teurer werden. Die können sich allerdings die Leute auch leisten, weil sie ja wieder etwas mehr verdienen. Naja, wollen wir mal hoffen, dass das im gleichen Schritt dann funktioniert. Davon völlig ungeachtet, wir wollen ja hier kein Fundamentaltraining abhalten, ist das aber ein interessantes Indiz eben, das dafür spricht, dass äh, das äh, tatsächlich, äh, ja, ein Zeichen für Inflation ist, was wir da aktuell sehen. Soweit die Zahlen, die heute Morgen, nein, heute Nachmittag rausgekommen sind, heute Morgen in Amerika, aber aus europäischer Sicht natürlich heute am Nachmittag. Wir gucken mal, was die Märkte daraus gemacht haben. Fangen wir wie immer mit dem DAX an, der DAX immer noch auf der Abwärtsseite unterwegs, allerdings immer noch im ganz normalen Größenordnung und wir sehen, dass es ja gar nicht so super dramamäßig ist. Die Abwärtsseite, ja, ist offensichtlich noch ähm, vorrangig, aber wir sehen, dass das nicht jetzt so ein Highspeed-Abwärtsmove ist. Oh Gott, so viele englische Wörter, völlig unnötig. Also, es ist kein Hochgeschwindigkeitsrückgang sozusagen. Gefährlich wäre es, besonders gefährlich, wenn es irgendwie so nach unten gekommen ist. Wir sehen, dass der Markt doch immer wieder Gegenbewegungen macht und daran, dass die Gegenbewegungen relativ hoch kommen, also über das letzte Zwischentief, auch der hier, über das letzte Zwischentief, auch der hier, über das letzte Zwischentief. Das ist typischerweise etwas, was nicht wirklich für Druck spricht. Also, für all diejenigen, die jetzt sagen, mh, sieht ja vielleicht böse aus, eigentlich ist es nicht so schlimm. Wenn wir sowas sehen. Also, das ist eigentlich eine harmlose Situation, kann man natürlich nervig finden, ist aber auf jeden Fall mal kein Anzeichen für echten Druck nach unten. Die Marktteilnehmer sind noch besorgt, sie haben also noch nicht wirklich den Kaufdruck, im Gegenteil, sie sagen, ja, eher mal abgeben. Aber ihr hört seine Formulierung, das ist ein Verhalten, das, naja, eher mal abgeben heißt. Und nicht so sehr raus, 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 raus. Ich will hier raus oder ich drücke jetzt hier auf die Short-Seite. Das ist nicht ein typisches Verhalten. Also, das, was wir hier schon häufig angesprochen haben, nämlich, dass nach so einem Anstieg auch mal irgendwie so ein Rücksetzer kommt, ist nicht so untypisch. Lass es mal so sein. Ich will das jetzt nicht sagen, dass es genauso aussieht, das kann ich natürlich auch nur raten, aber im Moment würde ich eher sagen, das was wir hier in diesem Teil bekommen, ist eher so ein Korrektivverhalten und wäre danach, wenn die blöde Stimmung weg ist, vielleicht ja schon in der nächsten Woche jetzt vor dem Wochenende natürlich kein Thema mehr. Ein ganz gutes Zeichen, dass wir vielleicht wieder nach oben gehen. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, um das jetzt schon festzulegen. Für heute bleibt es wohl eher die, erstmal die Abwärtsseite. Zumindest ist das nicht anders erkennbar. Das ist auch beim Dow Jones nicht anders. Auch der ist auf dem Weg nach unten. Ihr seht allerdings ein bisschen lieblos. Also der, der richtige Druck scheint erstmal raus zu sein. Man kann jetzt also nicht sagen, boah, die haben richtig Bock auf Abwärts. Nee, das sieht man hier tatsächlich nicht. Das ist äh, immer noch eine Abwärtsrichtung. Ja. Aber eben völlig drucklos. Und das ist vielleicht die ganz große Chance, die der Markt jetzt aktuell hat, nämlich, dass der Rücksetzer vielleicht tatsächlich nur eben ja, so ein zweites, kleines Interludium ist hier ein Zwischenspiel äh, für nachher wieder Aufwärtsmärkte. Das Bild, was ich jetzt hier gezeichnet habe, ist quasi immer noch das Gleiche. Wir können mal hier ein bisschen was an Linien wegmachen, was wir nicht unbedingt brauchen. Also meine Erwartungshaltung wäre durchaus, dass das nach oben geht. Ihr seht, es ist ein bisschen jetzt anders gekommen, als ich es gezeichnet habe, aber im Wesentlichen, naja, das, was wir hier hinten bekommen, das könnte also locker eben die fünfte Welle dann noch mal sein. Wir wissen, dass das wäre, ich sage mal vorsichtig, Konjunktiv, ein sehr typisches Verhalten, dass wir hier so einen Fünffäller bekommen. Und Ganz wichtig, unter der Maßgabe, nochmal hier der Fünfweller, 1, 2, 3, 4, 5, der ist relativ deutlich jetzt hier, die dritte auch recht lang. Alles ganz klassisch. Unter der Maßgabe, dass die Korrektur eigentlich dieses Gesamtgebilde ist, eine Flat-Korrektur. Müsste es dann als nächstes mit dem Schub nach oben gehen? Jeder Wackel nach unten kann für Long wieder genutzt werden, denn es geht nicht nur darum, dass sich das nochmal nach oben verlängert, sondern sogar diese Bewegung danach in die Höhe dann nochmal. Also gute Voraussetzung eigentlich. Hm, wir müssen also gucken, ob wir hier jetzt irgendwann mal einen Dreh bekommen im Nahkampfchart. Vielleicht noch vor dem Wochenende. Es kann allerdings gut sein. Moment habe ich so die Vermutung, dass so richtig der Mut fehlt, sich vom Wochenende noch mal einzudecken. Aber das ist Interpretation und darauf würde ich ehrlich gesagt nicht wetten, sondern es ist einfach nur im Moment nicht zu sehen. Entscheidend ist, wenn wir nach oben nur so eine ABC-Bewegung haben, alternativ irgendwie so etwas, also wieder unser klassisches Korrektivmuster, dann hätten wir als letzte starke Dynamik ja dieses Teilstück, ja noch mal hier so ungefähr. Und wenn das wirklich so eine Korrektur ist, Stichwort dazu ist natürlich unser typisches Retracement, das ja eigentlich hier in diesen ungefähr mittleren Bereich geht. Wenn sich also ein Anstieg in diesen Bereich ganz grob ungefähr so aussieht oder ungefähr ABC aussieht, beides typische Korrekturmuster, und der Kurs das letzte Zwischentief reißt oder der Kurs das letzte Zwischentief hier reißt, dann ist es sehr realistisch, dass das, was wir hier haben, nochmal passiert. Also die Entscheidung wird hier jetzt ausgefochten werden. Wir haben hier einen Steilpass gekriegt im buchstäblichen Sinne. Der Steilpass hat gute Chancen, so langsam dem Ende entgegenzukommen. Ist kein Versprechen, dass er jetzt aufhört. Also bitte nicht daraus interpretieren, ja, so sieht es typisch aus, hat er schön gemalt, genauso muss es kommen. Aber ab jetzt sollten wir so langsam aber sicher mal gucken, auch vom Rücksetzer hier, von dem Anstieg, den wir hier haben. Wir sind ja jetzt hier auch da, wo er hingehört, so mehr oder weniger. Das heißt, ab jetzt ist genau hingucken durchaus erlaubt. Genau hingucken könnte zum Beispiel bedeuten, im 5-Minuten-Chart für all diejenigen, die mal kürzerfristig drauf gucken wollen. Ja, kann man da vielleicht schon irgendwie was rauslesen aus dieser Geschichte? Wie ist da die Erwartungshaltung? Noch sehen wir da keine Chance für die Longseite. Wer will denn da jetzt long gehen? Das macht doch keinen Sinn. Der Markt ist sowas von auf abwärts im Moment gebürstet. Ähm, nicht mehr mit wirklich Druck. Wir sehen das, das ist abwärts. Aber das ist nicht mehr Druck. Hier war mal ein Stück Druck, was durchaus typisch ist für eine dritte Welle, also für dieses Mittelstück. Aber das hier, das sieht schon aus wie ein Ending Diagonal. Ending Diagonal, das sieht korrektiv aus, geht in Trendrichtung. Ja, korrektiv sieht das aus mit den vielen, vielen Gegenbewegungen, die da überschneiden sind. Und es geht in Trendrichtung. Trend ist nach unten. Also, das sieht sehr nach einem Ending Diagonal aus. Ending Diagonal steht häufig am Ende. Das heißt nicht, dass es jetzt schon fertig ist. kann ja sein, dass er nochmal einmal so einen Schwung mit reinmacht. Auch denkbar. Aber dann kommen wir ja auch nicht in diese Kiste. Das heißt, wir haben noch nicht letztlich dieses Bild als Bestätigung, was wir dann da triggern können. Also es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Das Doofe ist jetzt nur, ob er es schön malt, das wissen wir noch nicht. Es kann jetzt sein, wenn es ganz doof ist, dass er das irgendwie krumpucklig macht und wir hier aus dieser Kiste nicht schlau werden. Ja, wenn wir nicht schlau werden, dann lieber nichts machen. Aber bekommen wir hier jetzt als Antwort früher oder später sowas mit wackelig nach unten, dann ganz klar nach Triggerorientierung nach oben mit echten Chancen, dass wir weit nach oben laufen? Wenn der Kurs im umgekehrten Fall jetzt hier eher wackelig nach oben kommt, um mal ein Beispiel zu bringen, hier triggert, dann ganz klar die realistische Chance, dass wir mindestens das, vielleicht sogar noch mehr, aber mindestens das nochmal bekommen. Das ist noch kein Killer für das langfristige Bullenbild, aber vorläufig zumindest mal kein Grund, sich auf die Longseite zu stellen. Aber bevor das passiert, wäre es schön, wenn er noch mal einmal korrektiv nach oben kommt. Jetzt habe ich eben gesagt, ja, vielleicht ist es beim SP gar nicht so schön. Das kann nämlich durchaus passieren. Viel, häufig wünscht man sich, ja, jetzt soll er das schön machen. Man hat eine ganz, ganz tolle Idee und dann macht der Schweinehund das nicht. Also, ihr seht, das ist nicht immer so, dass der, Bild, dass der Kurs dann das besonders schön ausarbeitet. Aber wenn er es eben schön macht, dann ist super. Und wenn nicht, dann sagt man ihm gut, dann halt nicht beim SP. Dann versuchen wir das mal beim NASDAQ. <laughs> Die Grobsituation eigentlich fast die gleiche. Da hat sich nichts dran geändert, das, was wir jetzt hier im, im, im groben hier haben. Und ebenfalls eine realistische Chance, dass der Kurs jetzt früher oder später, nachdem wir hier ebenfalls so halbwegs fünffällig runter sind. Ich mache es mal so, dann sieht man es besser. Ich zeige es nochmal. Komm, gib dir mal ein bisschen Mühe. Also, zack, 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 zack. Das wäre so dieser klassische Fünffeller. Also analog, nur eine Stufe kleiner und in die andere Richtung zu diesem Fünffeller. Ja, also, das ist dieses klassische Verhalten. Genau das gleiche Prinzip, nur eben eine Stufe kleiner und in dem Fall in die andere Richtung haben wir hier. Das heißt, wir haben jetzt eine realistische Chance, dass das zu Ende ist. Wackelt es hier hoch, dann würde ich damit auf jeden Fall nochmal rechnen. Kommt das hier steil hoch, irgendwie so, und, und wackelt dann mal runter. Nur ein Beispiel jetzt, ist sehr hässlich gezeichnet, aber eben genau nicht überschneidend nach oben. Ja, dann sehe ich eine Chance, dass wir das nochmal bekommen. Aber ja, nicht nur das, sondern ja eigentlich auch das. Das heißt, wir können mit einer durchaus längeren Fortsetzung nach oben nochmal rechnen. Und alles ist vergessen und vergeben, was wir hier haben. Die Marktteilnehmer sind wieder zurück und sagen, ah komm, lass uns mal weitermachen. Nützt ja alles nichts. Welches von den beiden Szenarien wir bekommen, weiß ich nicht. Allerdings, wir sind jetzt im Moment in einer ganz guten Position, dass der Markt vorzeitig mal dreht. Also für all diejenigen, die. Vielleicht sogar im Minutenchart, das ist vielleicht sehr ambitioniert, aber im kürzerfristigen Chart mal am Nachmittag noch was machen wollen. Aktuell ähnliche Situation hier, wie wir es beim SP eben besprochen haben. Das sieht nach dem Ending aus, noch in Trendrichtung, aber schon korrektiv anmutend. Im Gegensatz zu dieser Bewegung hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, auch im Mittelteil. Ja, also das ist das Mittelstück von dieser Gesamtbewegung 1, 2, 3, 4, 5. Also das ist dieses übergeordnete, ganz grob gesehen, das ist das Mittelstück hier. Beispielsweise, also ihr seht, dass das intern sich auch nochmal aufteilen lässt. Da ist sogar noch eine Aufteilung, die ich jetzt noch gar nicht gezeichnet habe, nämlich diese hier, aber wollen wir es nicht übertreiben. Aber äh, das ist die, also eben starke Bewegungsrichtung ohne große Überschneidung. Hier ist eben ganz viel Überschneidung. Häufig am Ende einer Abwärtsbewegung ist, droht also eine vorläufige Wende, aber das ist noch kein Grund zur Freude, denn diese Wende wird sich ja noch entscheiden müssen für A, B, C. Oder für Schub und wackelig runter und dann eben die Fortsetzung. Ja, also dementsprechend das mal vormerken. So, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Super spannend, was der Markt da macht. Ich sehe auch, wir sind schon lange dran hier. Ich schicke das Ganze mal ab, damit ihr euch das schnell angucken könnt und vielleicht heute vor dem Wochenende den Markt noch ein bisschen genießen könnt. Ich hoffe, dass ihr das tatsächlich tut und dass ihr vielleicht das eine oder andere noch mit rausschneiden könnt an Bewegung. Falls nicht mehr heute, dann spätestens nächste Woche. Es kommt gar nicht darauf an, jeden Trade mitzumachen, aber regelmäßig mit dabei zu sein, sich ein bisschen mitzufreuen an den Bewegungen, das tut uns als Händler ja ganz gut. In diesem Sinne, euch jetzt viel Erfolg für heute. Anschließend ein erholsames Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.